Apfel, Banane, Kokos. Okay. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay, das wird uns weiterhelfen, dass wir den vierten mal hören konnten, weil den könnten wir uns hier leider nicht anhören. Okay, dann nochmal. Also, er war nicht fröhlich über einen Apfel. Doch der Apfel ihn über die Traurigkeit hinweghelfen, war er wütend über einen Apfel. Er war nicht wütend und nicht traurig wegen einer Banane. Das heißt, er war fröhlich für eine Banane. Er war nicht fröhlich über eine Kokosnuss, deswegen war er wahrscheinlich traurig wegen der Kokosnuss. So, jetzt kommen die anderen Tipps zur Sache. Denn heroische Taten konnte er nur machen, wenn er nicht traurig war. Das heißt, hier ist er traurig. Das heißt, er kann entweder nur, wenn es gut ist oder wenn es böse ist. Okay. Und da der Apfel ein... Nee, warte mal. Der Apfel ist... Okay, das wird doch ein bisschen komplizierter. Wir hören uns mal die an. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Gut, das haben wir. Der Apfel ist nicht traurig und auch nicht fröhlich. Deswegen ist er wütend gewesen über den Apfel. Der Apfel bringt einen zur wahren Stärke. Das ist dann wahrscheinlich der Bär, wenn ich das jetzt vorstelle. Und ja, gut. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Gut, das heißt, er kann heroisch sein, wenn er wütend ist oder wenn er glücklich ist. Er kann Stärke beweisen, wenn er fröhlich oder traurig ist. Und das hier haben wir noch nicht geklärt. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Boah, schläfrig. Ja, gut, das haben wir ja auch. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt hier mit den Emotionen? Ich glaube, er kann bei allen gut schlafen. Oder muss es wirklich so sein, wie ich das dachte? Dass dann hier das wegkommt? Ne, das geht ja nicht. Das geht ja auch nicht. Weil sonst müsste die Banane, müsste dann ja auch hier für was anderes sein. Aber die ist heroisch. Wenn die Banane heroisch ist, dann müsste er eigentlich auch glücklich sein, wenn er wahre Stärke beweist. Er kann nicht traurig sein, wenn er wahre Stärke beweist, weil er dann immer Äpfel. Weil Äpfel ihn so dafür. Da, hier Dings, ne? Heroisch könnte er nicht sein, wenn er traurig ist. Deswegen tue ich das einfach mal hier hin. Ja, ich denke mal, dass der Igel für Schläfrigkeit bzw. für hier aufgewacht oder so sein soll. Weil Hirsch wird meistens als heroisch dargestellt und der Bär wird ja meistens als, boah, ich bin so bärenstark, ne? So, jetzt müsste der Ausschlussverfahren das beibringen, dass er bei Traurigkeit schläft. Oder nicht. Oder habe ich jetzt hier schon wieder einen richtigen Denkfehler drin? Ich will das Rätsel jetzt auch nicht überspringen, weil ich finde das Rätsel ja an sich eigentlich cool. Ach ja.
Was ist denn, wenn ich das so ein bisschen tausche? Also ich kann ja schon mal ausschließen, dass heroisch oder stark traurig ist. Das kann ich ausschließen. Das heißt, entweder ist er bärenstark, wenn er wütend ist, und heroisch, wenn er fröhlich ist. Oder auch nicht. Kokosnüsse bewahrten mich immer vor Schläfrigkeit. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen keine Stärke. Nee, stimmt, das geht nicht. Aber er kann traurig, kann er bestimmt Stärke zeigen. So. Okay, jetzt sind wir eigentlich da schon wieder. Nee, warte mal. Ich kann er nicht. Er kann nur, wenn er fröhlich ist. Weil er nur mit Äpfeln Stärke beweisen kann. Ach du Scheiße, ey. Das heißt, es liegt nur an den beiden. Ja, das müsste ja so stimmen. So müsste das jetzt eigentlich normalerweise stimmen. Er kann nicht heroisch sein, wenn er traurig ist. Er kann fröhlich sein. Aber das hat ja schon der Bär. Weil da ist... Ah, oh Mann. Also das ganz oben stimmt auf jeden Fall. Ich habe mir aufgeschrieben, bei einem Apfel war er nicht fröhlich. Ja. Bei einer Granate war er weder wütend noch traurig, also fröhlich. Und die Kokosnuss war nicht fröhlich. Du weißt, was du falsch gemacht hast. Okay. Gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Ich mache mir das nochmal hier. Mal auf einem Papier. Nochmal extra aufschreiben alles. Also. Fröhlich. Wütend. Traurig. Heroisch. Müde. Stark. Banane, Apfel, Kokosnuss und da auch nochmal heroisch, Spiegel und bärenstark. So, nochmal. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion. Mit Apfel im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Ja, das können wir mal streichen. Zack. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Okay, können wir auch streichen. Mit Wut im Bauch konnte ich keine Stärke zeigen. Ja, können wir auch streichen. Äpfel verhalten mir immer zu große Stärke. Jawohl. Und Kokosnüsse bewahrten ihn vor Schläfrigkeit. Schön. Gehen wir nochmal raus. Was? Kennen wir uns? Aha. Du willst die Hinweise noch... Das gefällt ich nehmen. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane.
oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ganz ehrlich. Was? Warte, was? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Dieses Ritter ist so scheiße, ey. Mal ohne Witz. Wie dumm war das denn jetzt? Okay, also. Nee. Alter, ey. Nehmen wir mal die Muskete mit. Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also, lass die Finger. Die Finger. Hey! Da. So was Blödes, ey. War doch sonst noch irgendwas, ne? Nichts. Gehen wir erstmal wieder raus, oder? Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly eine Emotion. Okay. Ja, gut, dann gehen wir erstmal raus. Was ein Scheiß, ey. Hallo, Birgit. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Boah, wie gemein. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Es war also kein Igel, sondern ein Stachelschwein. Okay. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke!